Hey Sie da! Ja, genau Sie! Wollen Sie vielleicht unser neues Schnittprogramm Adobe Premiere Elements 2018 kaufen? Warum? Ha, wir haben einen neuen Effekt hinzugefügt, der Bounce Back Effekt. Was das ist? Naja, also das Video läuft erst schnell vorwärts, dann in der gleichen Geschwindigkeit rückwärts. Hey, warten Sie! Ach, kommen Sie! Ach, kommen Sie! Wenn ihr bei Premiere Elements im Programm seid, könnt ihr auf den Assistant gehen und hier wird euch unter Kreative Bearbeitung als letzter Effekt der Bounce Back Effekt angezeigt. Wenn ihr das anklickt, werdet ihr in ein Tutorial geleitet, wo ihr aktiv erklärt bekommt, wie man diesen Effekt anwendet. Als erstes müssen wir einen Videoclip hinzufügen. Zum Beispiel den. Dann ziehen wir per Drag and Drop uns den Videoschnipsel auf die erste Videospur. Dann müssen wir den Clip, den wir bearbeiten wollen, auswählen. Wir müssen die Audio des Clips löschen. Dann können wir das Video schneiden, wie wir es haben wollen. Als nächstes klicken wir mit der rechten Maustaste auf den Clip rauf, gehen auf Clip und auf Zeit verlängern. Hier wählen wir aus, wie schnell der Clip oder wie langsam der Clip werden soll. In dem Fall, wie schnell der Clip werden soll. Hier oben wird empfohlen, zum Beispiel 300 auszuwählen. Das mache ich jetzt einfach mal. Zack. Und auf OK. Dann müssen wir den Clip kopieren mit Strong Copy. Wir wählen den Clip aus und drücken Strong V, um eine Kopie desselben Clips zu erstellen. Dann haben wir den gleichen Clip genauso nochmal. Dann gehen wir auf den zweiten Clip, wieder mit rechts, auf Clip, auf Zeit verlängern und auf Geschwindigkeit umkehren. Okay. Dann wird uns vorgeschlagen, dass wir zum Beispiel eine Vorschau des Clips erhalten können, wie er aussieht im Endeffekt, wenn wir auf Play drücken. Und dann können wir den Clip als GIF exportieren. Hier wird zwar empfohlen, eine GIF-Dauer von 5 bis 10 Sekunden, jedoch habe ich jetzt einen längeren Clip. Da ich nach dem Exportieren gemerkt habe, dass der Clip in dieser Länge seine Wirkung nicht optimal entfalten kann, habe ich ihn kleiner gezogen und den Vorgang nochmal durchschritten. Wenn ihr jetzt auf die GIF-Animation raufklickt, kommt ihr in die sich wiederholende, abspielende Version eures bearbeiteten Clips. Im Prinzip sinnlos, aber auf jeden Fall lustig. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.